Under the city lights, dear, you're so pale. Meine Lieben, Freunde, das ist jetzt hier wieder getabt, schön. Schönen Job gemacht wieder. So, hier hätte ich vorne vielleicht noch einen Gurt, aber da sind ja genug darunter. So, von hinten sieht aus, als ob ich schon mal gemacht hätte. Als ob ich schon mal einmal einen Tab gemacht hätte. So ist okay. So, jetzt hole ich mir natürlich gleich meine Papiere. Und dann hauen wir hier mal ab. Ich wollte beim Tarpen eigentlich filmen, aber es ist ziemlich warm. Ich habe jetzt nicht so gekeucht, aber es ging. Es ist jetzt nicht so eine hohe Ladung gewesen. Also alle gut. Ja, ich hole mir jetzt Papiere und dann haue ich hier auch ab. Steht da.
Freunde. Ich bin fast ready to go. Es ist, was ist denn überhaupt, wie spät ist denn? Ja, es ist kurz vor 6. Ich bin in 2 Minuten ready to go. Also meine 10 Stunden sind um. Ich habe gerade geschaut. Und wie gesagt, meine 15 Minuten sind um. Ich habe alles, wie gesagt, schon geguckt und gemacht und getan. Jetzt sind noch 2 Minuten. Ich habe meinen Kaffee und meine gefrühstückt habe ich. Hier war im Truckstop. Und das ist ja, ich stehe hier auf dem Exit 17, wo ich ja immer ganz gerne stehe. Gestern hat es auch gepasst. Ich hatte noch 44, ich glaube knapp 44 Minuten. Aber 44 Minuten, naja, mein Gott, das ist jetzt nicht so dramatisch. Weil hier hinter kommt nicht mehr viel. Es kommt die Rest ja noch in New York. Und die ist da oben auf dem Berg. Und da hatte ich jetzt gesagt, bleibst du hier stehen, weil das ist hier ein kleiner Truckstop. Aber der ist absolut okay. Hat einen IHOP. Ich war jetzt noch nicht im IHOP, weil das IHOP macht es um 6 Uhr auf. Ich war noch nie im IHOP. Man soll ja zu frühstücken können da drin. Und der Mike hat mir mal gesagt, das ist gut im IHOP. Aber wie gesagt, ich war noch nicht drin. Ich habe jetzt auch heute Morgen, weil ich ja vor 6 schon wieder unterwegs bin, ja auch nicht die Zeit da rein zu gehen. Von daher ist das gut. Der neben mir hat leider geeidelt. Es ist der einzige, der in der Reihe geeidelt hat hier. Weil temperaturmäßig war kein Grund zu eilen. Es ging runter auf 16 Grad. Gestern Abend, als ich ankam, klar war noch 26, aber das hat sich dann relativ zügig abgekühlt. Anders noch als in Virginia, aber ich bin ja wie gesagt hier in Pennsylvania. So, ich hatte gestern meinen Truck beobachtet und der ist eh mal sehr heiß geworden. Nur weiß ich nicht, ob der Thermostat, also der ist immer an der Kotzgrenze eigentlich. Der ist zu heiß. Gerade in den Bergen mit dem Gewicht, da muss ich erst mal gucken. Ich muss den Zusatzlüfter laufen lassen, eigentlich ziemlich oft oder sagen wir mal permanent. Weiß ich noch nicht. Ich brauche das auch noch nicht zu schreiben, weil ich muss das eh erst beobachten. Weil da wird eh gesagt, wir fahren weiter. Also brauche ich mir das nicht antun. Und auf blöde Antworten habe ich eh keine Lust, also lasse ich es. Ich beobachte das natürlich selber und entscheide dann natürlich auch, wenn ich dann sage, jetzt bleibe ich erstmal stehen und sage Bescheid, dass ich abkühlen muss, stehen bleiben muss, weil er zu heiß ist. Ich bin gestern eben mal stehen geblieben. Es kann aber mal sein, dass die Lüfterstufen funktionieren, die kleine Stufe funktioniert und die große Stufe funktioniert, der Zusatzlüfter funktioniert. Jetzt weiß ich allerdings nicht, Lüfter kann funktionieren, macht der Kreislauf auf oder macht er nicht auf, das weiß ich halt nicht. Da muss ich halt gucken. Muss ich halt beobachten, sauer, so schön. Aber dafür habe ich ja meine 83 Trillionen Anzeigen hier drin. Da passt das schon ganz gut. Das ist nicht mal allzu voll gewesen gestern. Ich habe gestaunt. Normalerweise bin ich ja schon gekommen, dass du abends um 8 keinen Platz mehr kriegt. Und heute ist hier noch 3, 4. Und gestern Abend, als ich hier noch rumgelaufen bin, eine Runde, waren auch noch ein paar frei. Also kannst jetzt nicht meckern. Das ist natürlich auch local, ein local, kleiner local Parkplatz hier hoch. Das ist halt immer der Nachteil bei solchen kleinen. Und wo, ja, ist jetzt, hat man öfter mal, aber ja, der Hüfter springt einen an, aber wie gesagt, ich muss mal gucken.
Der Eier war noch zu. Ich mache erst um 6 Uhr auf. Hier ist schon unterwegs, Jamis. Ja. Nein. Hast du hier eine Abfahrt übernacht? Wo ich hier genommen? So. Notbelf hast du hier natürlich immer, weil der Streifen hier auf der On-Ramp ist relativ lang und relativ breit. Tja, dann wollen wir mal sehen, wie der Tag heute läuft. Ich denke mal, alle gut. Ich habe Mittagtermin am Mittag in Sault Tracy zum Abladen. Es ist auch Quatsch, dass ich einen Termin habe, da kannst du immer kommen. Ich habe seit gestern oder seit vorgestern habe ich nur noch Termine. Ja, das ist wieder so, das kennen wir, das Spiel. Wie kann ich jetzt jemanden pushen? Da gebe ich ihm Termine. Und die Termine waren gestern ja nicht vorhanden und die sind heute nicht vorhanden. Das weiß ich aber. Von daher lasse ich mich da auch nicht. Ich bin da, wenn ich da bin. Ich bin da 10 Stunden weitergefahren, weil mir das ausreicht. Ich brauche nicht länger stehen. Und ich fahre jetzt gemütlich meinen Stiefel durch bis Kanada und habe gestern auch meine Ace ausgedruckt. Ich werde heute in Albany tanken fahren beim Flying J und da meine Pause machen. Das ist auch sicher und ja, wie gesagt, ich bin nicht fertig. Ich habe meine Zeit kalkuliert, die ich gestern mal so ein bisschen durchkalkuliert habe, weil man hat ja nicht man hat ja erst den Termin bekannt gegeben und dann nach meiner Ankunftszeit gefragt. Ist auch, macht Sinn, ja. Aber gut, mir ist das wurscht. Tag auch! Wieder mal. Ja, meine Lieben, wo bin ich? Ich bin hier in New York. New York, New York. New York, New York, New York. So. Ich mache hier mal ganz gerne eine Pause auf den High Peak. Weil, dann kann ich immer schön nach Material gucken, nach meiner Ladung gucken. Ich bin ja auch schon wieder heute. Naja, müsst mir nicht unbedingt für voll nehmen heute. Ab und zu quatsche ich auch mal ein bisschen außer der Reihe. So ein bisschen rumgefummelt hier. Da mal ein bisschen. Das mache ich aber lieber, bevor ich losfahre, weißt du. Ja, Ladung halt ein bisschen nachziehen müssen. Das haben wir ja nicht oft. Aber musste ich machen. Was ist denn für ein Tag? Wisst ihr denn? Heute ist ja schon Donnerstag. Ach so, ja, morgen will ich ja wieder nach Hause. Haben die mir noch was geschrieben hier, Dispatch? So, ein Hammer. Ich muss mein privates Telefon nehmen jetzt hier. Für mein Dispatch, weil die
andere arbeitet nicht. Aber das andere arbeitet nicht, weil sie, weil in vielen Teilen unsere Telefone ist halt so noch ein bisschen 3G, weißt du? Und das wird ja in den USA hier an der Ostküste teilweise gar nicht mehr unterstützt. Und dann funktioniert dein Telefon nur manchmal, weißt du? Naja. Das ist, was es ist. So, jetzt sind wir raus aus High Peak, 76 Meilen noch bis zum Border. Ach so, jetzt habe ich gar nicht. Naja, es dauert nicht lange, kann ich ja noch mal kurz stoppen. Und dann ist es ja nicht mehr allzu weit. Ist halt ein Stückchen hinter Montreal. Und ich kann da wieder laden. Also ich lade in derselben Firma, wo ich ablade. Das ist okay. Ja, wir sind jetzt hier oben, wie gesagt, High Peak, in der Ecke wieder, wo ich ganz gerne mal bin. Das ist kurz vor Lake Placid. Wunderschön hier. Die Straßen sind teilweise auch schön. Teilweise. Ja, ich beobachte mein, es scheint aber sich wieder gefangen zu haben. Wir hatten Thermostat gestern noch geklemmt, wissen wir nicht. Aber es ist ja während den Anfängen, weißt du. Ich will auf jeden Fall Bescheid sagen, dann werde ich wahrscheinlich wieder, naja. Aber ich muss es halt reinschreiben. Ja, meine Ankunft wird etwa halb eins sein, kurz nach halb eins. Ich habe ja noch die Grenze, wie gesagt, das wissen wir immer nicht, wie der Verkehr da ist, aber so wie ich es eigentlich geplant hätte, 1 Uhr habe ich ja eingeplant und das wird doch passen. Meine lieben Freunde, guten Morgen. Guten Morgen hinaus in die schöne weite Welt. Die Sonne scheint. Ab und zu ist mal ein bisschen wolkig, aber im Moment scheint die Sonne. Ich glaube, ich brauche meine Brille. Weil ich fahre Richtung Osten und dann ist natürlich immer, zack, die Sicht ein bisschen behindert. Aber die Sonne steht schon hoch genug so. Also meine Sonnenblende erfasst sie schon. Also passt das. Ja, ich bin auf dem Weg Richtung Moncton. Naja, da werde ich auch um 3 Uhr ankommen heute oder um kurz vor 3 oder um kurz nach 3, je nachdem. Weil da muss ich warten bis um 8 Uhr abends, weil mein Termin um 8 Uhr ist. Unfortunately. Ich komme immer näher dahin, dass ich aktueller werde hier mit meinen Videos. Denn ich muss jetzt immer schön fleißig im Tragbad machen, dass ich euch das Donnerstag-Video kredenzen kann. Oder kredenzen konnte gestern, weil das Video wird ja wahrscheinlich schon wieder Montag sein oder Donnerstag, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe noch ein bisschen Material, aber es ist ja auch manchmal ein bisschen dünne, also manchmal ein bisschen wenig los. Natürlich versuche ich euch immer meine Woche im Großen und Ganzen zusammenzufassen, was ich mache, in 2 Teilen. Das klappt ganz gut. Jetzt habe ich aber heißen Kaffee. Was macht der hier? Ja, wie gesagt, Sonne scheint. Und ich fahre jetzt Richtung Moncton. Ich brauche eine Weile ist gut. Ich brauche ungefähr 6 Stunden 45 Minuten, 431 Meilen. Ist okay.
Ich brauche bloß noch Monken und dann muss ich bloß noch nach Hause. Mehr brauche ich dann nicht mehr. Ja, hier oben hat man eigentlich die Baustellen wieder mal hingebaut. Das kennt ihr ja schon, aber das ist klar im Sommer hier. Aber die Baustelle, glaube ich, jetzt die Brückenbaustelle. Müssen wir wieder eine Brücke machen. Ja, ansonsten ist das erstmal soweit alles für heute oder für diese Woche wahrscheinlich schon. Wie gesagt, ich fahre jetzt noch nach Monken. Da werde ich abladen und dann fahre ich auf den Hof. Auf dem Hof werde ich natürlich erst um 10 Uhr sein oder sowas in der Richtung. Früher wird das nichts werden. Ja, dann würde ich mal sagen, hat mich wieder gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank. Nächste Woche, wie gesagt, weiß ich auch nicht. Lasst euch überraschen, wo es hingeht. Und dann sehen wir uns sicherlich im nächsten Video wieder. Mal gucken, was anliegt nächste Woche. Wie gesagt, ich soll ja wieder irgendjemanden trainieren, aber der hat sich noch nicht entschieden oder was auch immer. Er ist Kanadier. Keine Ahnung. Weg sehen. Bis dato habe ich was okay in Dispatch, weil ich komme ich nachher noch mal durch oder erzähle euch, wo ich hinfahre. Oder vielleicht schreibe ich es so rein. Schauen wir mal, jetzt ist ja gerade bei uns im Büro, hat er gerade eröffnet. Von daher. Ich fahre um 7 ungefähr rein. Gurte wegmachen und dann schauen wir mal. Vielleicht nehme ich noch auf, dann komme ich natürlich noch mal wieder und dann wisst ihr Bescheid, wenn ihr jetzt noch was sehen solltet. Oder wenn ihr jetzt gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass ich abgeladen habe. Das war dann etwas später am Tage und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie immer wünsche ich euch natürlich das Beste und bleibt gesund. Dankeschön an alle Abonnenten, Dankeschön an alle, also wirklich alle Abonnenten und natürlich auch an die neu dazu kommen und sich entschieden haben, den Button zu drücken, das freut mich und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, bis dahin, macht es gut.